Guten Morgen! Willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin hier noch in meinen Schlabberklamotten. Ich habe nämlich Haushalt gemacht, natürlich so wie das halt früh am Morgen ist. Ganz klar, hier steht auch noch das Zeug rum. Das habe ich auch schon zurecht gemacht, weil ich dann später zur Post muss. Und es ist so, so krass. Heute Nacht sind knallhart mal alle Jalousien hochgefahren, automatisch, weil es so gestürmt hat. Das ist so unfassbar ätzend, das Wetter. Aber gut, lasst uns nicht über das Wetter streiten, denn das können wir natürlich nicht ändern. Jetzt scheint wieder schön die Sonne. Jetzt schauen wir einfach mal, was wir heute so machen. Hier ist noch das Riesenkissen meiner Kuschelmuschel. Das bringe ich noch raus. Und hier ist auch noch die Wäsche. Die hänge ich draußen auf. Denn wie gesagt, jetzt kommt so langsam wieder die Sonne raus. Ich habe auch noch in der Küche einiges zu tun. Der Staubsauger steht auch bereit. Ansonsten, wie gesagt, gehe ich dann noch zur Post. Und zum Steuerbüro, da muss ich auch noch was abgeben. Der Max, der kommt später auch noch dazu. Der wollte euch noch was zeigen. Und da ist die Bella. Ja, guck mal her. Ja, guck mal her. Da bist du, ne? Ja, da bist du. Wir waren schon draußen, ne? Genau, und haben die Eichhörnchen gesehen, ne? So ist fein. So ist fein. Ich habe hier jetzt auch noch auf meinem Tisch ein bisschen was stehen. Und zwar wollte ich euch heute was richtig Cooles vorstellen. Ich habe jetzt wirklich wochenlang Zeit gehabt, das Ganze zu testen. Und zwar ganz genau zu testen. Das war mir super wichtig. Ich habe das auch mit in den Urlaub genommen. Also zwei Sachen davon. Ihr sagt jetzt, Mensch Heidi, komm zum Punkt. Was meinst du denn? Ja, ich durfte Parfums testen. Und zwar Parfum Dupes. Duftzwillinge von La Risée. Und zwar sehen die so aus. Ich sage euch jetzt auch gleich noch ein bisschen was dazu. Aber ich überlege gerade, ob ich erst meine Haare föhnen soll und glätten oder ob ich euch erst die Parfums zeigen soll. ja, weil so sieht es ein bisschen schrecklich aus, ne? Wir gucken mal. Also, bis gleich. Ganz viel Spaß bei dem Video schon mal. So, ich habe mir jetzt meine Haare einfach mal aufgemacht, damit es nicht ganz so schlimm aussieht. Kurze Pause jetzt für mich, bevor es weitergeht im Haushalt. Die Zeit nutze ich jetzt einfach, damit ich euch eben, wie gesagt, von La Risée berichten kann. Ich habe es euch ja eingeblendet. Ich hatte euch dazu auch vor einigen Wochen schon einen Post gemacht auf Instagram, dass ich mich freue, diesen Test durchführen zu dürfen. Und ich habe den tatsächlich sehr, sehr ernst genommen, so wie alle Produkttests, die ich eben durchführe, weil ich das Ganze eben ganz, ganz ordentlich machen möchte. La Risée stellt Parfums her. Und zwar kommen die dem Original sehr, sehr nahe. Es ist allerdings kein Fake und auch keine Kopie. Es sind einfach Duftzwillinge, die allerdings, und jetzt Achtung, über 70% günstiger sind als das Original. Also bis zu 70%. Die kosten 18,95 €, also circa. Es kommt auch drauf an, welches. Ihr habt die Möglichkeit, aus über 200 Parfums eben Düfte auszusuchen. Und es ist so, dass es Eau de Parfum ist. Also das heißt, es hält auch länger. Ich habe mir tatsächlich auch zwei Stück mit, wie gesagt, in den Urlaub genommen nach Italien. Wir sind ja ganz, ganz lang durch Venedig gelaufen und waren in Verona und so weiter. Und da wollte ich das einfach mal testen und schauen, wie sich das Ganze eben auf der Haut verhält. Und ich kann euch sagen, dass es wirklich richtig krass ist für den Preis. Natürlich habe ich mir dann überlegt, wie machen die das überhaupt? Wie können die so einen Preis halten? Und es ist eigentlich auch total einfach, denn ich habe ja hier die Nadel. Ihr könnt schon sehen, am Flakon, da ist halt viel Glimbim, ne? Und das kostet natürlich auch alles Geld. Außerdem zahlt ihr natürlich auch den Namen. Das darf man auch nicht vergessen. Und dann auch noch die Werbung und so weiter. Und das steckt eben alles hier auch drinnen, allerdings in einem etwas schlichterem Design. Was aber nicht schlimm ist, hier stehen dann so Zahlen drunter und ich habe das einfach so gemacht, dass ich mir hier so einen Aufkleber drauf gemacht habe. Hier steht zum Beispiel La Vie est Belle von Lancôme und das habe ich eben auch, wie gesagt, im Original, deswegen konnte ich das ganz gut testen. Und ja, mir reicht es einfach so, dass ich mir das hier draufklebe und dann weiß ich eben, welches Parfum das ist. Mir wurden 5 Stück zugeschickt. Ich habe mir allerdings erstmal 3 Stück ausgesucht oder aussuchen dürfen. Und jetzt klingelt es gerade wie immer. Moment, deswegen ist die Bella auch hier entlang gelaufen. Moment, das ist der Lassie. So, sorry, der Lassie, der hat heute schon um 11:20 Uhr Schulaus.
Also, jetzt habe ich, glaube ich, den Faden verloren. Wir machen weiter. Genau, dass es so ist, dass ihr dann vielleicht auch nicht wisst, welches Dupe eben wie heißt. Dazu habt ihr einen Duftberater, also so einen Live-Chat rechts. Da könnt ihr das anklicken und einfach mal fragen. Außerdem könnt ihr da einfach auch bei Google eingeben, Larisee, und dann seht ihr schon die ganzen Namen bzw. dann eben Zahlen und welchem Duft ja, das Ganze entspricht, also welcher Duftzwilling das ist. Jetzt bin ich voll außer Atem, ne? Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Ich habe auch einen Rabattcode für euch, und zwar über 20%. Den schreibe ich euch mal unten in die Infobox. Ihr habt auch eine Zurückgarantie, also das heißt 30 Tage könnt ihr das Ganze testen. Und wenn euch das eben nicht gefällt, wovon ich jetzt nicht ausgehe, dann habt ihr eine Geld-Zurück-Garantie. Da sind übrigens auch 50 Milliliter enthalten, und es gibt sogar Elisab, habe ich gesehen. Und Elisab ist ja einer meiner liebsten Düfte. Ich habe jetzt noch ein ganzes Flakon, aber ich bin wirklich am Überlegen, mir für 18,95 das Dupe zu bestellen, weil ich das richtig geil finde, also gut finde, sorry. Ja, dass ich dann eben so viel Geld sparen kann. Könnte. Ach ja, und ab 60 Euro habt ihr das Ganze versandkostenfrei. Ja, das wollte ich auch noch dazu sagen. Wie gesagt, alle Infos dazu mal unten in der Infobox. Ich habe ganz, ganz fleißig getestet, werde euch da auch weiterhin mitnehmen auf Instagram. Ich habe, ja, kann ich euch auch noch ganz kurz zeigen, diese Düfte hier noch zusätzlich bekommen, und zwar die 104. Das ist Giorgio Armani C. Dann habe ich bekommen Paco Rabanne Lady Million, die 046, und meine Freundin hat tatsächlich das Original, ich habe es leider nicht, aber sie hat es mir dann geliehen, und oh mein Gott, ich habe echt gedacht, ich ja, rieche nicht richtig, sagen wir es mal so. Es war wirklich, also man konnte das gar nicht unterscheiden, und das ist natürlich richtig krass, wenn man so viel Geld sparen kann. Dann habe ich die 013. Yves Saint Laurent Manifesto, und dann habe ich die 019, aber das kann ich kaum aussprechen. Und zwar Narciso Rodriguez. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich spreche ich es falsch aus. Auf jeden Fall ist es auch so leicht rosa. Und ihr könnt aussuchen zwischen blumig, orientalisch, fruchtig und Zitrus. Und noch was. Genau. Schaut einfach gerne mal auf der Seite vorbei. Wie gesagt, es kommt halt darauf an, welche Duftrichtung ihr bevorzugt. Und dann könnt ihr da eben auswählen. Und es ist wirklich super leicht, auch wenn ihr nicht wisst, welche Nummer eben zu eurem Parfum gehört. Also gut, meine Lieben, ich räume jetzt hier weiter auf. Hier liegt auch noch ein Buch vom Lissandro, Das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner. Und das ist so witzig, weil der Max hat es schon gelesen. Der Lessi muss das nämlich vorstellen, da tatsächlich, da steht Maximilian, ich muss natürlich den Nachnamen zuhalten. Ja, das hat der Max schon gelesen, und der Lessi möchte das gerne vorstellen. Und ich mache jetzt mal hier ein bisschen weiter im Haushalt, koche dann und nehme euch eben weiter mit durch den Tag. Weiterhin viel Spaß! Die Wäsche hängt in der Sonne, andere Waschmaschine habe ich schon eingeschaltet. Ja, ich habe tatsächlich mehrere Maschinen Wäsche am Tag. Aber gut, ich habe ja auch viele Kinder. Ich warte jetzt gerade auf Max. Wir wollten nämlich noch was besprechen. Der möchte sich nämlich ein neues Sofa bestellen für seine Chill-Out-Lounge unten in der Garage. Habt ihr ja auch schon gesehen, wie das da unten aussieht. Aber er hat jetzt die Möbel, die darin standen, in der Chill-Out-Lounge rausgestellt auf seine Terrasse, weil das eben auch Gartenmöbel sind. Also es ist ja so eine Art Lounge für draußen, und das Wetter ist jetzt schön, deswegen hat er sich das auch schon rausgestellt auf seine Terrasse. So sieht es jetzt da unten aus. Die Kissen hat er natürlich rein, weil es ja wie gesagt heute Nacht geregnet hat, und jetzt klingelt das Telefon. Jedenfalls hat er eine ganz, ganz neue App. Davon erzählt er euch dann aber selbst. Und ja, wir haben unser Telefon im Schrank. Wir wollen nämlich keine Kabel auf unserem Sideboard haben, und deswegen haben wir den Anschluss da drin, und das ist tatsächlich der Max.
Max? Was gibt's? Wie bitte? Nee, da bekommst du so einen Zettel und das musst du bezahlen, wenn du es dann abholst. Okay, ciao. Tschüss. Max ist gerade bei DM und lässt Bilder entwickeln für ein Fotoalbum für seinen Cousin zum Geburtstag. Jedenfalls wollte ich euch erzählen, dass der Max eine neue App hat. Die hat er sich auch schon runtergeladen auf sein Handy. Möbel.de nennt die sich. Soll er euch dann aber selbst erzählen. Es ist halt richtig cool, soweit ich das jetzt verstanden habe, dass ihr Bilder machen könnt von dem Möbelstück und das dann auf Möbel.de sehen könnt, was euch dazu vorgeschlagen wird. Aber der Max soll euch das nochmal genauer erklären. Er hat auch schon das Trampolin auf Seite gestellt, weil er dieses Jahr seinen Pool gerne hier oben haben möchte, auf der Terrasse. Keine Ahnung warum. Naja, die Jugend von heute, muss man mal verstehen, ne Bella? Ja, muss man mal verstehen. Ne? Also gut, ich räume jetzt meinen Staubsauger noch weg und mache hier noch klar Schiff. Ich muss mich natürlich noch umziehen, meine Haare noch ein bisschen machen und ich glaube, das wird wieder ein langer Vlog. Aber ihr wünscht es euch ja immer wieder, ne? Ihr wünscht euch ja immer lange Vlogs. Zur Post müssen wir noch, der Lassie muss noch sein Buch wegräumen. Und ja, also gut, dann machen wir mal hier weiter im Text. So, jetzt ist es drin, das Telefon. Weiter geht's. Und da ist unser Grillmeister. Der Luki kocht heute für uns. Hey Luki. Mhm. Nur, dass die Mama das gar nicht mag. Was machst du für mich heute zu essen, Schatz? Hamburger. Ja, aber ich mag keinen Hamburger. Esse ich nix heute, oder was? Ohne Fleisch. Bitte? Ohne Fleisch. Ohne Fleisch, na gut. Danke, Luki. Und die nächste Wäsche ist da. Da ist der Wäschekorb. Muss ich jetzt gleich noch aufhängen. Und der Max, der ist jetzt auch da. Der möchte mir jetzt zeigen, was er sich rausgesucht hat. Für seine Lounge. Genau, da ist der Max. Da steht's, Möbel.de. Zeige euch das jetzt mal kurz. So, könnt ihr das erkennen? So sieht es jetzt aus. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Max sich da ausgesucht hat. So, der Max hat sich jetzt was Schönes rausgesucht. Und übrigens, hier steht, Deutschlands größtes Möbel- und Einrichtungsportal ist eben dieses Möbel.de. Und hier sehe ich gerade die verschiedenen Marken, die es gibt. Zum einen Rolf Benz, ich muss gerade lachen, ne, weil ich natürlich froh bin, dass der Max sich nichts von Rolf Benz ausgesucht hat. Dann haben wir Hülster zum Beispiel. Unser Tisch übrigens ist von Hülster, da fragen mich auch immer ganz, ganz viele danach. Dann gibt es Paidi, Alessandro, sein Schrank ist ja von Paidi. Es gibt ja Weber, Schlaraffia und so weiter. Also ganz, ganz viele verschiedene Marken. Und es gibt übrigens auch eine App, von der ich euch vorhin erzählt habe. Das ist richtig cool. Also auf dem Handy habt ihr das natürlich dann logischerweise und ihr könnt euch dann ein Bild machen von einem Möbelstück und dann sucht euch Möbel.de ein ähnliches Möbelstück raus und dann könnt ihr natürlich vergleichen, auch vom Preis her, richtig cool. Ich verlinke euch die App mal unten in der Infobox, da könnt ihr mal nachschauen. Der Max hat es vorhin probiert mit unseren Stühlen, da hat es leider nicht funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, woran es gelegen war, aber ich wollte euch das auf jeden Fall auch noch sagen, weil das auch noch eine richtig coole Sache ist, ne? Wenn man dann unterwegs ist zum Beispiel in irgendeinem Möbelhaus, dann kann man natürlich auch richtig cool vergleichen, weil es eben so viele Shops da gibt bei Möbel.de, eben 250. Okay. So, jetzt noch ganz schnell die Wäsche aufhängen. Dazu muss ich aber mal kurz die Jalousie aufmachen. Und dann rausgehen und die Sonne genießen. So und so. Genau, das mittlere muss ich aufmachen. Ich weiß immer noch nicht, welche Schalter für welche Jalousien sind. Okay, hier fährt's auf. Und dann freue ich mich schon, wenn wir jetzt endlich rausgehen. Yay! Oh, ist ja schwer. Wir haben aber ganz schön viel Wäsche, du. So, okay, es dauert einen Moment. Und hier sind jetzt noch ein paar Erdbeeren für den Lassie. Die Wäsche habe ich jetzt aufgehangen und jetzt geht's endlich nach draußen. Ja, yeah, ich freue mich. Bella, kommst du? Wir gehen raus. Bella freut sich doch immer, wenn wir rausgehen. Komm, wir gehen an mein. Okay, also ab nach draußen und ich muss auch noch zu DM, weil ich noch ein paar Sachen brauche. Die zeige ich euch dann noch im Anschluss und dann verabschiede ich mich dann auch so langsam, würde ich sagen. Das Video wird so lang. Was ist los, Bella? Hä? Magst rausgehen, ne? Also gut,
Bis gleich. Das muss natürlich festgehalten werden hier, ne? Lass dir schmecken, Lassie. Danke. Wir genießen kurz hier eine kleine Pause und schauen uns diesen wunderschönen Baum an. Ist nur schade, dass hier die Straße ist und es so laut. Aber nicht schlimm, wir genießen es trotzdem, ne, Lassie? Ja. Wir sind wieder da, schön war es draußen, schön sonnig, die Kinder haben Eis gegessen, ich nicht, ihr wisst ja, ich mag kein Eis. Jedenfalls wollte ich euch zeigen, also gebt mir lieber eine Pizza oder einen Kuchen, dann bin ich zufrieden, aber Eis, ja, könnt ihr mich eigentlich irgendwie mit jagen, obwohl ich Italienerin bin. Egal, jedenfalls wollte ich euch noch ganz kurz den Einkauf von DM zeigen, es ist jetzt nichts Besonderes, einfach nur ja, Dinge zum Putzen, zum einen dieses Backofenspray hatte ich euch schon gezeigt, dass ich das auch für meinen Herd verwende, aber ohne Garantie, ne? Nicht, dass dann euer Herd kaputt ist und das heißt, die Heidi ist schuld. Dann habe ich mir hier noch diesen Abflusssieb mitgenommen. Da sind zwei Stück drin, also Abflusssiebe. Mehrzahl. Dann hier noch was für die Küche, fürs Bad und dann hier noch so ein Duftteil von Airwick. Und was ist das für eine Duftrichtung? Moment. Flieder. Cotton und weißer Flieder. Jawohl. Und jetzt wollte ich mich natürlich noch von euch verabschieden und euch einen wunderschönen Tag wünschen. Hoffe natürlich, dass ihr dann beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Da hat der Max übrigens auch noch was bestellt für den Garten von Gardena. Genau, so ein Computer, der andere war kaputt und deswegen hat er den reklamiert, also den kaputten. Und jetzt hat er heute den neuen bekommen. Voll der Act, habe ich euch auch auf Insta erzählt. Und ich habe euch übrigens auch auf Insta von dieser Möbel.de-App schon erzählt. Also dieses Portal quasi hatte ich euch auf Insta auch schon gezeigt und hatte euch auch eben gesagt, dass wir das testen dürfen. Okay, meine Lieben, also diesen Kanal könnt ihr kostenlos abonnieren, das wisst ihr ja. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao!